Ja, ich wollte immer Bundeskanzler werden. Das war immer schon mein Traum. Vor vielen Menschen reden, viele Sachen bewegen, viel reisen. Das war immer schon mein Plan. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat meiner Mutter war immer, zeige Zivilcourage, habe sehr viel Mut, Dinge zu artikulieren, die vielleicht anderen Menschen nicht so gefallen. Ich habe unterschätzte Talente als? Unterschätzte Talente, ja, ich versuche gerade einen Kopf zu modellieren. Das heißt also, ich gehe jetzt mal in die handwerkliche Kunst und vielleicht ist das ein unterschätztes Talent. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche ist vielleicht zu fokussiert zu sein auf meinen Beruf. Ich sollte doch die schönen Dinge des Lebens mehr kennenlernen. Und jetzt komme ich doch langsam über 50. Und deshalb werde ich jetzt mich auch auf die schönen Dinge des Lebens mehr konzentrieren. Mein Vorbild als Medienmacher? Ja, das ist einmal Pat McGovern, der Eigentümer von IDG. Und zwar aus dem Grund, weil er seine Company in den letzten 5 Jahrzehnten 5-mal neu erfunden hat. Das ist doch eine tolle Leistung und das mit einer weltweiten Vision. Und ich denke mal, ein großer Verleger auch, Murdoch, der eben diese Crossmedialität weltweit in allen Bereichen, sei es im Print oder auch im Fernsehen oder auch im Online mit den neuesten Akquisitionen hervorragend hinbekommen hat. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Dass ich ein totaler Langweiler bin und nichts bewegt habe im Leben. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.